Also ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Graces. Für uns geht es jetzt weiter zurück Richtung Land. Und zwar können wir hier zum Border Fortress gehen. So, und das müsstest du ja noch kennen. Da waren wir auch schon mal hier gewesen. Das war, wo wir mal zum Teil lange stecken geblieben sind. Asbel, Lord Hubert, what were you doing in Fendel? We had heard you set off for Strada. I don't see any Fendel soldiers here. That's because they're gone. Just up and vanished one day without a trace. We figured they were up to something, so everyone's been on edge. The situation has changed. Our countries can't afford to fight each other right now. The three Valkanists have been completely drained of Elif. Our countries have come together in an attempt to resolve the crisis. Please, you must let us pass. Yes, of course. So. Ja, wie gesagt, da sind wir auch ziemlich lange hier stecken geblieben, weil wir immer blind rumgelaufen sind. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Ach, wie ich das vermisst habe, Leute. Das wisst ihr nicht. Ah, hier ist eine Kiste, die nehme ich mal gerne mit. Oh, Fuhr. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Gut, check mal, ob wir hier irgendwelche neuen Monster sind. Glaube ich aber nicht. Aber ich weiß, dass wir nach rechts müssen, aber ich wollte mal nur kurz abchecken. Oh doch, die Viecher gibt es auch hier. Toll. So billige Viecher und die geht auch dazu. Nein, hier lohnt sich das gar nicht, weil die anderen Monster ziemlich schwach sind. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt mal hier die Herrschaften mal kurz an die kurze Leine nehmen. Es geht nicht anders. Und zwar einfach deaktivieren mal kurz. Was ist da? Guardian of Innocence. Oh, hold midcomer to heal allies and harm foes. Ah, das lasse ich mal drin. Aber Asterism Line nehme ich mal weg. Ruby Inferno, das ist ja Level 3 sogar. Uhu. Dann machen wir Zerfallen Squad weg und lassen das mal drin. Okay. Also weiß ich dann Bescheid, dass ich dann Sharia nehme, wenn, um dann halt es mal auszuprobieren. Sobald wir die Gelegenheit dazu haben. Vorher speichern wir natürlich ab. Sollten wir aber schon machen. Wir wissen ja nicht, was uns so erwarten wird. Deswegen gehen wir lieber auf Nummer sicher, solange wir die Gelegenheit dazu haben. Okay, Leute. Dann auf geht's. Oh, diese alten Viecher von früher. Apropos. Nicht, dass das hier ist irgendwo. Naja, glaube ich nicht. Das wäre ja total Schwachsinn. Ja, sicher erinnert ihr euch dann, wo die ja, Sophie immer gesagt hat, ich bin nass. Die anderen sind auch nass. Hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Was war das denn jetzt? The Weight of Existence. Here we go. Good. It looks like she's finally asleep. Do you remember the last time the three of us came here? I didn't want to believe that strange girl was really Sophie. You were so sure. And I was convinced you were just trying to flee from the reality of what had actually happened. That's harsh, but also true. Hey, Asbel, let me help you. I'll carry Sophie this time around. Are you sure? She looks tiny, but she's actually pretty heavy. Don't worry, I can do it. One, two, three...
Wow, she is a lot heavier than she looks. I told you, right? Here, let me take her. No, I said I'll do it. And I just... I want to be close to her right now. Meine Güte, entscheide ich doch mal, wer sie tragen wird. Discovery hatten wir ja schon. Deathclaw, Deathclaw Algae. So, aber hier wird es wohl nicht sein. Okay. Ja, ich weiß, wenn man blöd, wenn man ja, jede paar Minuten speichert, aber ich hatte ja vergessen, dass hier auch drin ein Speicherpunkt ist. Und außerdem, wie gesagt, man weiß ja nicht, was kommt. Nicht, dass man jetzt irgendwie weiterspielt und ein bisschen länger Zeit investiert in Zwischensequenzen und irgendwas und dann ja, kommt die große Ernüchterung am Ende, weil man nicht gespeichert hat. Hä? Ach, dann muss das hier irgendwo sein. Ah. Cool. Alles klar. Enter. Wow. Das sieht hier ganz, ganz anders aus. I can't believe this was here all this time. This ship will take us to Fodra? I can't imagine how it would even fly. Oh, so that's it. Can you make it work? Hold on, I'm getting there. It's working. Oh, that's nothing. We're just getting started here. Let me see. So if the shuttle actually works, we're gonna need... Wow, okay. We've got two zappy heat ray cannons. One in Strata and one in Fendel. They're designed to fire simultaneously and focus on a single point in the aquasphere. Oh man, this is crazy cool! How can we use the cannons if they're in two separate countries? I think we can control them from here. Looks like we can adjust the angles and everything. Oh, nuts. Is something wrong? Well, the cannon in Strata is fine, but the one in Fendel is busted or something. Of course it is. Yeah, it's not responding. I'm gonna have to go there and see if I can figure it out. But then... Assuming everything else works... The shuttle is piloted remotely, so we need someone to stay here and fly it. Is that something one of us can do? Maybe me, but... Yeah, I don't know. You need real technical know-how to pull it off. I'd ask my sister, but I don't think she's talking to me right now. Anyway, we can worry about that later. I'll ask the Overseer or something if it comes to it. Right now, we should focus on getting to Fendel so I can fix the cannon. It's in a facility on the far side of Fendel Mountain Pass, up near Velenik. Right. Let's get moving. Und wieder zurück nach Fendel, weil natürlich die Hitzekanone in Fendel nicht funktioniert. Das war mal wieder typisch Fendel. So, ja, und solange die nicht funktioniert, sondern nur die in Strata, können wir ihn eben nicht, Oh, we got a message from Poisson. Let's see here. Oh, yuck. She says the monsters from that cocoon are causing all kinds of trouble. They've ordered all civilian ships to stop sailing into or out of Fendel. Sounds like we'd better hurry. Right. Let me just do a little tappa-tappa-ka-chunk here. Okay. Bon voyage! What was that? Richard's monsters, I imagine. They were headed toward Lant. No! We should get to Lant immediately. They'll need our help. Come on, let's move!
Ja, und wie gesagt, also wir brauchen die zwei Hitzekanonen, um entsprechend dann ein Loch in, da in diesem Schutzschild drumherum, um die Welt, also was um die Welt so drumherum ist, dann zu schießen, sodass wir durchschlüpfen können. So, und wir haben jetzt auch Monster gesehen, die Richtung Land fliegen. So, wir müssen uns jetzt beeilen, um ja, den Leuten von Land zu helfen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht gegen Gurken kämpfen hier. With some fancy knife work. What else are you hiding from us? Oh, I'm not hiding anything. Na. Das war eher ein Witz als ein Kampf. Aber ja, ich kann nichts dafür. Ich bin da reingelaufen. Gut. Ja, komm schon. Ich hätte eigentlich auch außen rum gehen können. Normalerweise, soweit ich mich erinnern kann. Aber gut. Machen wir uns halt den längeren Weg. Kein Problem. Macht ja auch Spaß. Okay. Aber ich stehe mir jetzt nicht im Weg. Ach, hier ist eine Kiste. Schön, dass ich das auch mal weiß. Zero Bottle. Und hier ist noch eine Kiste. Und Alice Bottle C. Ja, die haben wir beim ersten Mal schön gar nicht entdeckt gehabt. Das ist doch ein Witz, überhaupt gegen die zu kämpfen. Aber wenn die im Weg stehen, kann man im Endeffekt nichts machen. Da muss man die wegräumen, damit man halt durchgehen kann. Jetzt muss ich gucken, hier konnte man doch irgendwo auch wieder ins Wasser gehen, oder nicht? Ja, hier. Okay, wir müssen jetzt auch gleich wieder am Ausgang sein, sodass wir dann entsprechend in der Nähe von Land sein können. Easy peasy. Was war das denn jetzt? Easy peasy. War süß. Ja, ist es aber auch mal gut. So. Okay. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, das, was da leuchtet. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Gut, theoretisch könnte man jetzt noch gegen die Monster hier halt wieder kämpfen, aber da sind ja, wie gesagt, auch die normalen Monster aus dem Landgebiet hier mit dabei. Entsprechend lohnen sich die Kämpfe dann gar nicht so richtig, weil dann man nicht so viele Punkte kriegt. Übrigens, diese Monster sehen ziemlich scheußlich aus. Ich weiß nicht, was der Richard da produziert. Und woher, ja, scheint da irgendwie so eine Produktionsstätte zu haben, irgendwie, dass da so viele Monster auftauchen können, aber gut. Was Ästhetik und Geschmack anbelangt, das hat er weit verfehlt. So. Das leidige Thema wieder, wir speichern. So. Und wir müssen jetzt da sein. Da sind wir ja auch. Land. I have to.
did it! Asbel's men defeated the monsters! Sophie! You okay? Hold on. Thank you, Asbel. You helped save us all. It's hard to believe that a tiny girl like her could do all that. Please get her back to the manor, so she can get some rest. I'll take care of things around here. Ja, Sophie hat saubere Arbeit geleistet, aber ihr geht jetzt noch schlechter als vorher, wenn man gut gesehen hat. Ja, gibt es im Moment eigentlich nicht viel zu sagen, deswegen müssen wir jetzt gucken, dass... ja, wir schauen, was hier gemacht werden muss oder kann. Ich schätze mal, wir müssen dann zum Anwesen wieder. Asbel, Hubert, I'm so glad you're safe. You've been gone for so long, I was worried I might never see you again. I'm sorry for the concern, Mom. We'll explain everything later. Frederick, could you please get a room ready? Sophie needs to rest. Your own room is already prepared, Master Asbel. Would that be acceptable? It's fine. Thank you, Frederick. So, wir bringen mal Sophie in Aspers Zimmer. Das wäre das, was jetzt möglich wäre. Das Zimmer ist ja schon fertig eingerichtet. Da können wir das direkt nutzen. Monsters. Run, everyone. She's having nightmares. Even in her dreams, she tries to protect us. Makes me feel kind of lame. Come in. I apologize for intruding at such a time, young masters. Bailey is downstairs and wishes to speak with you right away. I asked him to wait in the study for now. Should I send him away? No, that's fine. We'll be right down. Keep an eye on Sophie, all right? We'll be right back. Gut, Bailey möchte mit uns sprechen, worüber auch immer. Und deswegen gehen wir jetzt mal runter und schauen, dass wir uns etwas mit ihm unterhalten können. Aber was war das denn jetzt? Still falling short. I swore long ago that I would be the one to protect everyone. But once again, Sophie was the one who saved us. It has been very difficult seeing Lant turned into a battleground once more. I try and I try, but what if I never find the strength to protect those most important to me? How much more must we endure before we reach the ideals we strive for? Als ob nicht erstmal schon genug Selbstzweifel hat, jetzt fängt Hubert nämlich auch noch damit an. You and your companions saved the people of Lant. We are in your debt. And Asbel, you saved my life. Thank you. Any of us would have done the same. How is your friend doing? She's resting, but she's not feeling well. That poor girl. She's suffering for helping us. No, she's been in failing health for a while now. It's nothing new. But thank you for your concern. Will you stay in Lant? Unfortunately, no. We have pressing business elsewhere. We have to save Sophie. And Richard, too. I see. We have a long road ahead of us to make that happen. I trust you'll take care of things while we're gone. Asbel, perhaps I have misjudged you. Thanks, Bailey. If you'll excuse me, I'll be going now. Okay. Ja, im Endeffekt können wir jetzt hier nicht mehr viel machen, denn wir müssen uns ja wieder auf den Weg machen, um
ja, irgendwie nach Fendel zu kommen, denn das ist ja immer noch unsere Aufgabe jetzt, die wir erledigen müssen. Dad. You're thinking. This worries me. I'm thinking about our father. About how I rebelled against his authority. About how I left. I thought that becoming a knight was all I needed to protect the people I loved. But I was wrong. It wasn't enough. I wasn't ready to be the Lord of Lant. It was just a title they hung around my neck. What thoughts did Dad have as he lived and died as the Lord of Lant? You're a lot like your father was. Mom? He spent all of his time worrying about us and wondering if he was doing the right thing. But he hid that concern behind a mask of strength and discipline. When the two of you left, he thought of almost nothing else. And he worried that his decisions, no matter how well-intentioned, had caused you both to suffer. It's hard to imagine him thinking like that. Feelings were never your father's strong suit. He was never able to express how much he loved you both, and it frustrated him to no end. I know the two of you are going through a lot right now, but what matters is that you keep trying to do what you believe is right. Your father used to say that. He raised you well, whether you realize it or not, and his spirit will help you in the dark days to come. Just remember, whatever path you take, I will always be here for you. And if your father were here, he would say the same. Mom, thank you. Ja, da gab es auch eine kurze Unterhaltung über Aspels Vater halt und dass Aspel ihm sehr ähnlich sieht. Und ja, Aspels Vater war im Endeffekt dann doch nicht so, wie er sich immer gegeben hat. Also er war zwar immer streng und diszipliniert, aber im Endeffekt hatte er wirklich ein weiches Herz und hat immer große Sorge um seine Frau und seine Kinder gehabt. Und mag sein, dass das nicht alles richtig war, was er gemacht hat, aber halt im Endeffekt hat er das immer zu deren Besten gemacht. Welcome back. Aspel. Sophie, wait. Don't get up. I'm okay. Hey, Sophie. I'm here. We'll heal you, Sophie. I promise. All right. Let's get back to Fendel and fix that heat ray cannon. Do you know the exact location, Pascal? Yep. We can take the road that leads from North Lant to Velenik. The cannon is just past Fendel Mountain Pass. Hang in there, Sophie. We're almost home. I will. Gut. Und weiter geht's, denn wir müssen jetzt, wie gehabt, diese Kanone finden, dass wir die wieder in Gang kriegen. So, und die befindet sich beim Velenik Mountain Pass. Boys, wait! Please, take this with you. What is it? Just a little basket of goodies. I made all your old favorites, and there's enough for everyone. Oh. Oh my gosh, you're the best mom ever! You are too kind, Lady Carrie. Thanks, Mom. Take care of each other. And be careful. You too. We'll see you soon. Curry. Rice omelette. Grilled chicken bowl. Und Ambivalent Sun hat Hubert als Titel bekommen. Übrigens, hier ist immer noch der kaputte Brunnen. Ihr könnt euch sicherlich an den Kampf gegen Richard erinnern. Wo Sophie gegen Richard so wild gekämpft hat. Ja, und das dann passiert. Ah.
So, dann nehmen wir mal den Turtles Transport. Da sind wir auch schon. Perfekt, da müssen wir auch nicht mal den ganzen langen Weg zurücklaufen. Fendel Mountain Pass. So, und diese Kanone müsste hier irgendwo vorzufinden sein. Also, die nehmen wir jetzt aber ein paar Gegner mal mit. Wir müssen uns hier die Gegner, die einiges an Punkte geben. Voilà. Are you alright, Sharia? Can you stand? If only Azbel could be this kind. Ja, Azbel ist leider nicht so freundlich und nett. Sondern Malik, Captain Malik muss es ja sein. Apropos Captain Malik, was macht er eigentlich bei mir in der Gruppe drin? Das wüsste ich auch mal gerne. Der hat sich aber wieder reingeschmuggelt, so ein bisschen. Okay. Wäre aber ganz interessant, mal mit dir zu kämpfen. Da wäre ja auch eine gute Konstellation, aber ich bleib bei Pascal. Ja, keine große Herausforderung, wirklich. Also die Gegner sind an sich nicht schlecht, aber die bieten jetzt keine so große Erfahrung, sag ich mal. Okay. Oh, was ist das denn für ein Riesenvieh? Basaltoys. Der verträgt schon einiges. Also, der hatte eine gute Verteidigung, so dass man mit seinen mit dem Roll nicht viel machen kann. Also, vom Schaden her, aber auch mehr als 2000. Der hat gesessen. Der Roll. Passt. Ich werde jetzt auch nicht großartig, ja, wir sollten eigentlich zu der Kanone hingehen, aber die von zeitlich mäßig lohnt sich das wirklich nicht mehr. Obwohl ich das sehr lieben gerne machen würde. Am Schluss dann die Zeit, um mal etwas zu trainieren. Was ist das denn hier überhaupt? Ah, Müll. Gut. Was haben wir denn hier? Treading the Untrodden. Where should we go next? Let's try the little side road that cuts to the east from here. It's just to the right of the small shack. They call that the untrodden snowfield. Much like Mount Zavhert, the people of Fendel never go anywhere near it. This seems like another case of the Amarcians trying to keep people away from something. I know, right? I mean, how do you even know the field is snowy if you don't tread it? Good. Mountain Cottage kennen wir ja schon. Hier können wir jetzt da lang gehen. Aber wir machen das jetzt nicht so wirklich großartig, sondern wir nehmen einmal den Kampf, die kämpfen damit. Dann werde ich auch dann direkt speichern. Au. Die Viecher können, ja, machen immer diese Angriffszauber die ganze Zeit. Komischen Eis, Feuerzapfen oder so. Dass man immer ständig unterbrochen wird hier. Dabei sollte man ja zuerst auf ihn reingehen. Oh, ist ja gut, jetzt meine Güte. So, dann halten wir jetzt mal ein bisschen. Gut, danke schön. Aber irgendwann reicht es auch mal. Oh, langsam kein Spaß mehr. Blöde Viecher da. Sometimes I can't help but regret the past. Azbel. Why didn't I push harder for a raise in my allowance? What? Gut. Noch einen Kampf mache ich. Und zwar hier. Nehmen wir was nochmal mit. Hardscale. Ja, lauf da nicht weg. Okay, let's do this. So, jetzt gehe ich aber auf und erstmal auf diese komischen blöden Viecher. Ja, ich wollte eigentlich auf den.
Na gut, wenn wir schon mal dabei sind. So, komm mal her. Ja, langsam. Jetzt ist ja auch Hombi wieder so nervig. Du bist heil. It was your own vanity that bested you. Or not. Alles klar. Das dürfte auch für die jetzige Folge auch reichen. Dann gehe ich mal zurück, speichern. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und zwar in so kürzer wie möglich. Wo wir dann schauen, dass wir vielleicht diese Kanone ausfindig machen und wieder zum Laufen zu kriegen. In diesem Sinne, danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.